Kaktus schreibt, mit 60 hat er noch Zeit, seine Freundin mag auch Spiele. Ja, aber wenn du zusammenziehst, wirst du, boah, das ist gut, es kommt drauf an. Wie gesagt, in Digitalform ist es natürlich egal, aber wenn man dann echt sich diese ganzen Spiele auch gekauft hat mit Verpackungen und ich habe echt noch Spiele hier stehen mit alter Kartonverpackung. Dass, wenn du 16 bist, wirst du das eigentlich nicht mehr so wirklich kennen können. Es sei denn, du hast irgendwelche Überbleibsel von deinen Eltern oder so. Gibt's, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen, sowas. Richtig noch mit Kartonverpackungen. Irgendwann sind dann halt diese ganz normalen Plastik-DVD-Hüllenverpackungen für Computerspiele gekommen. Aber ich habe hier noch ganz viele Spiele in der Kartonverpackung, in der Pappverpackung. Aus Mitte der 90er und so, da ist das dann langsam umgestellt worden. Ich glaube so, ja, ich glaube so ab 97, 98 ist das dann hauptsächlich nur noch auf diese ganz normalen Verpackungen umgestellt worden, die man heutzutage halt kennt, DVD-Verpackungen. Die dümmste Idee war, bei einem Horrorspiel, ein Gewitter zu spielen. Ja, das ist, ja, je nachdem, wie man Angst hat. Gibt ja auch Menschen, die haben keine Angst. Oder nicht so groß Angst, dann ist das ja nicht so schlimm. Dann ist natürlich alles eine Frage der Angst, nicht? Ich finde, die passen hier perfekt hin. Konnte man die nicht sogar färben? Nee, die waren das nicht, schade. Ich dachte. Da sieht man noch die Wurzeln, gehen ein bisschen im Wasser, also alles okay da. Kann man hier anbieten. Ja, das sind halt meinetwegen eher Wasserpflanzen oder so. Das kann man so. Hier braucht es nicht so viel, kann ein bisschen tiefer. Nee, das sieht doof aus, weil das zu viel im Wasser ist. Es ist ja keine reine Wasserpflanze. Machen wir das so, dann sieht das schon ein bisschen realistischer aus. Und hier müsste man mal gucken, was wir machen, weil das sieht hier sehr doof aus. Hier müsste auch irgendeine Bepflanzung her. Spielebox, ja. Ich bin da eher so mega wählerisch. Bei den meisten Spielen warte ich Monate und schaue mir Let's Plays und Reviews ohne Ende an, bevor ich sie kaufe. Außer es ist der Elder Cross Titel. Ja, also ganz ehrlich, würde ich auch so machen. Prinzipiell sehr empfehlenswert. Das Ding ist nur, früher gab es kein Let's Plays. Also zu meiner Zeit gab es das nicht. Ja, und dann hat man sich allen Ramsch geholt. Also unglaublich. Das, was ich machen konnte, war vielleicht zur Videothek gehen und mir das aus der Videothek ausleihen und dort angucken, will man es haben, will man es nicht haben. Aber das war dann auch schon das Höchste der Gefühle. Mehr ging einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen überladen ist. Müssen wir gleich mal gucken. Ich würde halt ganz gerne die harte Kante hier damit dekorieren. Weil ich finde, das sieht nicht gut aus, wenn wir da so eine extrem harte Kante haben. Und die Farben, wie gesagt, wir gucken mal gleich, ob wir da irgendwie Farben einstellen können. Dass das so ein bisschen wenigstens... Nee, können wir nicht. Leider keine. Aber das macht nichts. Das ist okay. Das sieht sogar ganz gut aus. Weil hier war ja eine sehr harte Kante. Die war einfach nicht schön. Wir schauen mal. Die Achterbahn ist voll. Und wir haben 83% schon erreicht. Ja, und hier sind, schreibt, die roten Marsfelsen sind übrigens voll hübsch. Ja, erinnert mich immer an Amerika, an die Rocky Mountains. Einfach mal bei Google eingeben oder einer anderen Suchmaschine, die du favorisierst. Da weißt du, was ich meine, falls du es nicht kennen solltest. Da erinnert mich das immer so ein bisschen dran. Oder Australien, muss ich sagen. Auch sehr cool. Mittlerweile sieht es echt schön hier aus, echt hübsch. Ja, und so schnell kriegt man eine Attraktion doch wieder voll, ne? Sind zwar immer noch vielen, denen es zu teuer ist, aber letztendlich füllt sich das.
ja, staut sich hier, weil viele wollen hier auch rein und nicht rein und manchen ist zu teuer. Wir müssen mal gucken. Wir könnten hier auch eine Parkbank hinstellen. Wir benötigen natürlich auch Sitzgelegenheiten. Hey, hier könnte man so futuristische... Einfach mal gucken, ob das angenommen wird. Ich habe keinen Plan. Wir machen das einfach mal so. Und ansonsten darf hier auch normal gesessen werden natürlich. Und Mülleimer, meine Lieblingsmülleimer, die finde ich wirklich am schönsten. Ja, brauchen wir nicht hier. Können wir die noch irgendwo hinstellen? Hier haben wir, hier haben wir. Ja, wir können hier, falls jemand seinen Kontoauszug wegwerfen will oder so. Ja, hat er auch gerade getan, die Mutter. Oder hat sie getan. Ja, früher war es noch anders, aber früher kann man auch einmal im Jahr der nette Onkel vorbei mit seiner Kiste an Disketten und man hat beziehungsweise man und man hat 2 Tage lang kopiert, angetestet und getauscht. Schreibt Jasminchen. Ja, also früher, das stimmt, Amiga-Zeiten, da war das wirklich noch so. Da kann ich mich auch noch entsinnen, dass man dann unter Freunden und so, ja, Disketten kopiert hat und so. Ja, das sind die ganz guten alten Zeiten. Das stimmt, da kenne ich das auch noch her. Wie ich mein C64 und Amiga hatte, da war das wirklich so. Da hat man viel untereinander mal ausgeliehen, getauscht. Oder das habe ich auch zu PlayStation-Zeiten, PlayStation 1 und 2 gemacht, so mit Kumpels getauscht und so. Hab gesagt, Mensch, ich würde gern das mal haben. Willst du mal dir das für die Zeit dann gegen ausleihen oder so? Ja. Hier ist auf jeden Fall Chaos. Und die Bank wird angenommen. Das ist ja sehr schön. Das freut mich. Und der Mülleimer hier gleich, wow, alles voll. Das wird sich gleich beruhigen. Das ist einfach nur, die Leute müssen sich ein bisschen verteilen. Die haben über 3000 Leute im Park. Also wie gesagt, das kenne ich auch noch mit den Tauschen und so, dass man da, ja, oder man hat halt, wenn man ein Spiel hatte, dann hat man sich halt leere Disketten gekauft, das, ja. Heutzutage würde man knallhart bestraft werden, müsste ins Gefängnis und, ja. Früher war das noch ein bisschen lockerer gesehen, ja. Heutzutage ist das leider alles sehr, sehr distrikt. Ich verstehe es halt, Raubkopien sind schon scheiße auf jeden Fall für die Unternehmen. Andererseits sage ich mir, wenn die Kids haben halt nicht das Geld für alles, das ist halt wirklich so. Wenn ein Erwachsener das macht, ist vielleicht was anderes, als wenn es jemand macht, der jugendlich ist oder so. So sehe ich das. Aber generell verstehe ich halt schon, dass man nicht will, dass Sachen kopiert werden, denn die Unternehmen müssen natürlich auch Geld verdienen. Muss man ja auch so sehen. Und wie viele Firmen gibt es noch aus der Amiga-Zeit? Fast niemand. Jetzt gibt es die ganzen alten Games in archiv.org frei im Internet. Ja, das kann sein. Da die Seite, ich kenne sie auch, hat mich damit aber noch nicht weiter befasst. Letztendlich habe ich auch überlegt, mal so Retro wieder zu spielen. Hätte ich mal richtig Bock. Könnte man auch mal Let's Playen oder so. Wir in Österreich haben nur CDs kopiert und gebrannt. Wahrscheinlich auf dem Schulhof und damit Fettkohle gemacht, oder? Nee, da muss man aufpassen. Ja, die CD-Zeit, ja... ist ein bisschen schwierig. Da fangen, also mit der Einführung der CDs fingen die Probleme an. Die Hersteller haben Kopierschutz drauf gemacht, den man eigentlich immer recht leicht umgehen konnte. Das kann man heute wahrscheinlich auch immer noch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kaufe mir eigentlich immer nur bei Steam Origin, Uplay und so die Spiele. Kann das darum gar nicht beurteilen, wie das heutzutage ist mit CDs und so. Ja, ist ein bisschen problematisch gewesen die Zeit. Da fingen die Probleme an, dann irgendwann die Verfolgung, dass du da halt auch Strafen bekommen hast, wenn da irgendjemand erwischt worden ist. Also ich habe mehrere im Umkreis gehabt, die haben auch wegen Musik aus dem Internet ziehen echt Probleme dann gehabt. Also für mich war das immer so, ich war froh, dass ich damit am Ende nicht wirklich was zu tun hatte. Ja. Ist halt krass, ne?
Zumal heutzutage, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch so gibt, so Tauschbörsen und so. Boah, was war das für eine Zeit? Ey, ich weiß noch, wie die ganzen Tauschbörsen kamen. Und das fing, glaube ich, mit Napster an. Da konnte man Musik sich downloaden. Heutzutage gibt es Napster immer noch. Die sind zwangsweise zu einem Musikdienstanbieter geworden, weil die wurden verklagt und ja, es wäre ganz übel ausgegangen und die haben sich dann irgendwie entschieden, Musik zu machen, haben sich dann mit der Musikindustrie am Ende zusammengetan. Wahrscheinlich war das auch strafmildernd, ich weiß es nicht. CDs kamen ja viel später, schreibt Jasminchen. Ja, das stimmt. CDs erst Mitte der 90er, würde ich sagen, sind die groß im Stil gekommen. Na, so Mitte, so ja, zwischen 95 und 97, würde ich sagen, sind die CDs ja dann erst gekommen. Ich weiß es gar nicht ganz genau und dann sind die in großen Stil halt gekommen. Also ja. Battlebugs war das erste Spiel, was ich mir auf CD gebrannt habe. Okay. Wer kennt noch DVDs? Ja, das ist heutzutage auch. Wer kennt das noch? Stimmt. Ganz ehrlich, ich kaufe mir auch gar keinen DVD-Film mehr. Im Endeffekt schaue ich dann halt, ich habe hier dieses Amazon Prime. Dann schaue ich darüber was. Ja, stimmt. Jetzt ich als Jugendlicher hat man sich halt wirklich kaum Spiele geholt. Man konnte es sich ja auch nicht leisten und hat die Spiele ewig gezockt. Das kenne ich auch. Da spielt man Spiele auch 3-4 Mal durch, weil das Geld halt knapp war. Das war bei mir nicht anders. Dann habe ich die Games intensiver gezockt als heute, muss ich sagen. Jetzt das, was wir hier jetzt machen, ist schon ein Intensivspiel. Aber so prinzipiell kann ich auch nur sagen, früher habe ich mehr Zeit investiert in ein und dasselbe Spiel. Ah, die Sitze sind besetzt. Sehr schön. Das ist heutzutage nicht mehr so, ne? Das ist heutzutage sehr schnelllebig geworden bei mir. Man kann sich die Games halt auch leisten und leistet es sich auch. Und ja. 90%, okay. Ja, so wirklich voll kriegen wir die Ecke hier nicht. Irgendwie will das nicht so. Wir müssen mal gucken, unser Personal ein bisschen ausbilden. Wir haben ja genügend Geld. Forschung. Haben wir da noch was? Was kriegen wir denn? Ja. Personal. Am Ende will ich die alle mal komplett ausgebildet haben. Das wäre wünschenswert. Ganz gleich, ob die sich langweilen oder nicht. Und die müssten wir dann nochmal ausbilden. Also die haben natürlich sehr viel hier zu tun. Also gerade die Person hier. In welchem Shop ist sie? Ja. Die ist natürlich völlig überfordert hier. Da braucht man mal nichts sagen, ne? Age of Empires. Oh, das habe ich früher auch viel gespielt. Oder Empire Earth und so habe ich auch oft gespielt. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Auch sehr cool. Filme auf DVD sind bei mir wie Bücher. Ich habe gerne eine Kollektion an. Ja, also als Deko in eine Wohnung. Ja, okay. Aber das ist. Dafür hole ich mir die nicht. Dafür ist mir das alles zu teuer. Ja, der Gang wird hier richtig genutzt. Sehr schön, sehr schön. Und der sieht so schön aus. Das haben wir vorhin so schön hingekriegt. Und es ist halt, wie gesagt, auch nachts sehr schön hier drin. Wenn wir da mal gucken, so sieht das dann nachts aus. Ambiente Beleuchtung. Ach, das ist schon schön. Nee, das wollte ich nicht machen. Ich würde aber auch sagen, wir haben heute so viel geschafft. Hier, das läuft auch sehr gut. Das dürfte mittlerweile auch Gewinn gemacht haben, hoffe ich. Insgesamt. Ja, mittlerweile 9000 sogar schon. Also schon ganz gut. Wie sieht's hier aus? 100.000. Am meisten hat uns das gebracht. Oder bringt es uns nach wie vor? 117.000. Das ist schon krass. Ja.
Ja, jetzt sind wir 4 Stunden, naja, etwas über 3,5 Stunden. Das ist ja fast übertrieben an Aufnehmen. Rage Lawman ist da, hallo. Ja, aber ich würde sagen, ich würde jetzt eine kleine Mittagspause einlegen und dann könnte ich noch bis... Also ich würde vielleicht um 12 dann anfangen, Minecraft noch zu machen, weil ich krieg langsam echt Hunger. Dann würde ich jetzt was essen, würde Minecraft dann so gegen 12 anfangen, so lange bis... ja, ich kann bis 13:30, wenn ich Glück habe, 14:30, das kommt so ein bisschen drauf an. Und dann werden wir halt Minecraft ein bisschen machen, denn ich habe echt Hunger. Ich muss unterbrechen und danach lohnt sich das nicht nochmal anzufangen. Wir haben ja viel geschafft, also wenn wir uns das mal angucken, wir können ja mal zeigen, was wir heute gemacht haben. Wir haben eine ganze Menge gemacht. Zum einen haben wir hier echt Effekte gemacht, Rauch, Feuer, da ist Rauch. Hier haben wir nochmal alles verschönert, schicker gemacht. Also da haben wir wirklich eine ganze Menge geschafft an der Front. Dann haben wir ja so ein bisschen dekorativ hier was gemacht, Mülleimer hingestellt und so, Sofa hier ein bisschen schöner gemacht, ein Infoschild. Ja, so ein bisschen dekorativ. Hier haben wir einen Dino hingemacht, testweise. Mal gucken, ob wir den lassen. Der da so ein bisschen Aktivität reinbringt. Haben das gerade eben sehr schön gestaltet, was wirklich gut aussieht. Können wir vielleicht noch ein bisschen Feinarbeit nächstes Mal machen, dass wir auch hier die 100% kriegen. Das wäre toll. Gucken wir mal, was haben wir noch gemacht? Hier haben wir eine Szenerie gemacht. Das ist die erste, die uns 100% durch Eigenarbeit gebracht hat. Und ja, haben hier halt sehr viel gemacht, hier mit echt ein bisschen Aktivität, ein Rauch, was aus dem Raumschiff kommt, weil es getroffen wird und sehr viel Detailarbeit. Ja, wir haben heute sehr, sehr detailliert gearbeitet, haben hier einen, so eine Art kleines Wäldchen gemacht, so ein bisschen bepflanzt, dass die Kante nicht so nackt aussieht und sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Also ich finde es echt mega. Dann haben wir hier so ein kleines Dekoschild aufgestellt. Das müssen wir mal gucken, wie wir das stützen. Das sieht so ein bisschen dahingestellt aus. Boah, hat voll die Spuren gegeben, ist das cool, die dann weggehen. Also auch das sehr cool. Müssten wir nochmal gucken, dass wir da so Art Stützen dran machen. Spielst du dann wieder Minecraft, mein Guter? Ja, lieber Sascha Kohlberg, wir spielen dann Minecraft so gegen 12 Uhr ungefähr. Also ich esse jetzt was, vielleicht wird es auch 5 oder 10 nach 12, ich will mich da nicht ganz genau festlegen, aber wir werden Minecraft spielen, denn ich habe echt Bärenhunger und ich glaube, das bringt da nichts, sich jetzt hier durchzuquälen. Da macht es natürlich auch keinen Spaß. Dann haben wir hier dekorativ sehr viel gearbeitet, ich will das noch ganz kurz zu Ende ausführen. Haben hier auch Außendekorationen gemacht, Kisten gebaut, so ein Karren und. Hier haben wir dekorativ sehr gearbeitet, haben Fässer, Steine platziert, Dynamit hier hingestellt, haben hier Kisten, Leitern, das Dekolicht haben wir gemacht. Ja, also hier unten haben wir eigentlich alles jetzt nachdekoriert. Sieht halt, wie gesagt, sehr, sehr schön aus. Und ich würde sagen, ja, wie gesagt, ich würde jetzt die Aufnahme ja, beenden. Danke fürs Zugucken und fürs Mitmachen und auch dir ganz besonders, Jasninchen und auch lieber Kaktus, ihr wart ja sehr aktiv, besonders Jasninchen von Anfang an. Seit kurz vor 8 bin ich am Stream und wir haben es jetzt gleich 12 Uhr. Du meinst Feuer am Wasser? Es wäre voll toll, wenn der Dino Wasser spielen, speien könnte. Das schauen wir uns nächstes Mal an. Das machen wir alles nächstes Mal. Ich habe sogar noch einen Laptop von der Schulzeit und heute... Ja, das ist so eine Sache. Und ich würde sagen, wie gesagt, danke fürs Zusehen, danke fürs Mitmachen. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Erzählt vielleicht auch euren Freunden und Freundinnen, Arbeitskollegen, Schulkameraden, dass es diesen Kanal gibt, damit dieser Kanal wächst und wir gemeinschaftlich noch mehr Spaß haben. Und ja, gut. Mir bleibt nichts weiteres zu sagen, als ja, für die, die nachher Lust haben, Minecraft zu sehen, wie gesagt, so gegen 12, kurz nach 12. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende, falls ihr keine Zeit oder Lust habt, Minecraft zu gucken. Und bis dann, macht's gut, ciao. Ich sollte noch speichern. Ich speichere lieber nochmal. Ich vergesse das sonst. Ich kenne mich und dann haut ihr mich. Wir speichern das, speichern und ciao, macht's gut.